Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte Ingmar Thüringen. Wir werden in die Sorrento fortfahren. Wir werden mal schauen, dass wir jetzt die erste Runde fahren, dass wir jetzt kein brauchen nicht nacharbeiten. Ein Gerät ist voll, der ist auch fast voll. Und zwar diese Bahn. Muss noch gefahren werden. Das ist der Kursmodus links. Müsste eigentlich passen. Zurück. Lass ich mal losfahren. Dann lasse ich den anderen auch gleich hinterher fahren, dass wir die Runde hinkriegen. Ja, das ist auch ganz gut. Da arbeitet auch fleißig. So. Das ist nämlich ganz blöd. Nee, dann hier, nee, nee, das nicht. Wir müssen nach Möglichkeit, ohne Schaden anzurichten, auf der alten Bahn zurück. So. Wir haben sogar Glück, dass hier so ein Stückchen frei ist. Sonst hätten wir durchfahren müssen. So. Rohr ausfahren. Und wird nichts. Und schön leer machen. So. Habe ich Zeit vergessen natürlich, ne? Drücken. Countdown. Der nächste ist auch leer, voll. So, mal schauen wir gleich, was wir da hinkriegen. Zu der rechten Bahn hin. Das macht sich einfacher, wenn man das Feld von vorne beginnt. Da beginnt er links und dann rechts und dann geht er durch. Und dann braucht man auch nicht lange umzaubern. Aber da ist ja hier dreimal nicht reif wurde, schwierig einzuschätzen. Schauen wir, dass er gleich auf die Spur bleibt. Haben wir mal Glück. So, unseren Abfahrer. Geht noch was rein? Wir haben heute ein bisschen Nebel in Thüringen. Aber die Sonne lacht. Ich bin ja gespannt, ob der Season Mod jetzt morgen oder übermorgen kommt. Muss ich aber erst testen. Wäre mir persönlich zu riskant. Ja, das macht er richtig. 100 Meter Abstand, aber stehen und wartet. Super. Guck, da ist von die Ecke, wo nicht wo für dort ist. Ja, das ist, wie gesagt, das ist immer. Und die erste Reihe haben wir dadurch sonst verloren gewesen. Ne? Bei Season Mod ist das überhaupt nicht möglich, dann ist es theoretisch
Der Reifegrad wird erreicht zur Jahreszeit im Herbst. Und dann ist es egal, ob das nun wird halt nicht früher reif halt, ne? Also ist halt, wenn jetzt Sommer ist, dann wird der ja halt nicht reif. Er wird erst im Herbst reif. Ich überlege nur, ob ich 3 Tage mache oder 6. Jahreszeit. Aber 6 Tage haben wir mehr Zeit. Weniger Stress. Anführungszeichen. Unser Pflanzenschutz-Heini noch nicht rum. Arbeiten tut er irgendwie. Ach, da oben fährt er. Das sind die 12 km/h, da braucht er lange für. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Oh, unsere Bäume wachsen schon. Schön, schön. So. Den ersten Hänger entladen. Und dann gleich den zweiten. Ich meine, er hat eine hohe Arbeitsbreite in der Giftspritze. Dadurch sieht man zwar 12 km/h auch langsam, aber durch die hohe Breite, Arbeitsbreite doch zeitnah fertig. Hier einen weichen Übergang machen. Das ist alles so ruckelig. Ja, Allrad. Nack. Schaltung rein. Ich überlege mir eine Schaltung zu kaufen. Eine Schaltung. Muss ich auch Platz hier haben und links und Maus und schalten, das ist immer schwierig, ne? Dann wird die Gas gegen hier. Der erste wieder wird fast voll. 80%. So, ich bin da. Kannst du leer machen, Junge. Mach ihn leer. Jetzt fährt er weiter. Ja, es geht. Format. Hier eingestellt. Da ist die Ecke, wo er verdorrt ist. Der war nicht so voll, der erste ist voll. Hier ist die eine Ecke, hier die paar Dinger sind verdorrt. Das sind durch die 3 Wachstumsstufen kommt das.
Das ist ja auch die erste Reihe Runde auch gefahren, oder beziehungsweise zwei. Oh, ich drehe eine Reifen, so als Scherz. Und das eingestellt stehen bleiben. Finde ich persönlich besser. Kann man kaum regeln. Wir haben genug Platz. Sprit sparen. Öko-Fuzzi. Handwasserverschleiß zu hoch. Verbandarbeiten ist gut. Wie man sieht. Das Herz, das Weizen, glaube ich, schon reif. Na, das ist zu sehen, das ist schon reif. Müsste Weizen sein, das zweite für das Gerste. Und hier stellt sich die Frage, ja, Raps, ne, habe ich gesagt letztes Mal, ne? Ja, was machen wir, lassen wir mal, ja, arbeiten lassen noch. Geht ja, 62%. Der ist Blocking. Muss ich Kontrolle machen. Ja, mal gut schauen. Das ist das verkehrte Ding. Garage. Dann beim nächsten Mal statt wieder. Sag ich mal. Und das wäre dann jetzt überhaupt nicht lustig. Da haben wir jetzt größere Lampen. Ich glaube hier drin nicht. Das macht man nicht. Ist ja noch dunkel. Die Lappen dürfen nicht stören bei der Arbeit. Dann machen die weg. So. Roland macht schon Kurs bei sehr gut. Da gab es ja einfach ein paar Problemchen. Tun wir so, wenn wir selber fahren, ne? Raus! Grafikkarte und Prozessor, was ist das gerade? So zeigt er mir an. Brauche ich im Winter keine Heizung. Mal gleich so einen Takt aufspringen. Weil wir den gleich voll machen müssen, dann entsprechend. Leer machen müssen. Zeit. Entschuldigung. Also der Schwarze ist schon im Bereich.
wo er nicht mehr arbeiten muss. So, jetzt müssen wir umändern. Jetzt haben wir. Beide umstellen. Normalerweise hätte ich den Quarz hinstellen und arbeiten lassen. Aber das funktioniert dann nicht, weil der Rote dann wieder abhaut. Darum machen wir jetzt mal einen roten. Oder erst den schwarzen gesehen. Wir werden nochmal einen roten Quarz machen, weil der ist ja auf der richtigen Seite. Wir sind so eine Runde gefahren. Das Stückchen machen wir manuell. Machen wir aus. Blau machen wir rüber. Geht schneller, als wenn wir hier durchzappen. Kann sein, dass die Folge länger wird. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Wer noch zuschaut. Anlassen, in die Auto. So, meine Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich noch um Wiedersehen freuen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.